Heute testen Katja und ich das Goldfisch. Oh, essen wir da Fisch? Nee, die sagen, sie hätten das beste Steak in Deutschland. Das testen wir. Da bin ich auch mal gespannt. Wirklich so unauffällig reinkommen. Die Geheimtester kommen gleich. Kein Problem. Mensch, das ist ja richtig nett hier. Entscheidend ist das Essen. Ja, logisch. Oh, guck mal, direkt am Wasser. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Möchtest du was zu trinken? Jo, ich hätte gerne Wasser. Mhm. Ein Mineralwasser. Ebenfalls, okay, das kommt sofort. Nee, wir brauchen die Karten nicht. Wir wissen schon, was wir wollen. Wir wollen euer Steak probieren. Sehr gerne. Dann machen wir das sofort. Dankeschön. Guck mal, wieso haben die denn die beiden Gedecke weggenommen? Das macht man so in guten Restaurants. Naja, egal. Also jetzt wird getestet. Du gehst in die Richtung und ich gehe in die. Gut. Hallo. 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 Und was ist daran so außergewöhnlich? Das ist eine ganz besondere Rinderart aus Amerika. Also diese Rasse wird 6 Monate lang mit Mais gefüttert. Und dadurch wächst das Tier ganz anders. Nach der Schlachtung wird das Fleisch noch am Knochen 4 Wochen gereift. Und bei der Reifung wird das Fleisch dann bestimmt schön zart, oder? Ja, das wird nicht nur zart. Wir haben ja einen extra Reiferaum dafür eingerichtet. Der hat eine ganz niedrige Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit, die immer regelmäßig kontrolliert werden muss. Und das Fleisch wird dadurch auch sehr mürbe und kriegt so einen leicht nussigen Geschmack. Können wir mal in diesen Reiferraum rein? Das geht leider nicht. Da darf man nur einmal am Tag rein. Aber wir haben euch schon ein Stück rausgeholt. Das ist oben und wartet auf euch. Oh, cool. Mmh, das sieht ja lecker aus. Oh. Das ist nicht nur lecker, das ist super lecker. Stimmt. Weißt du nicht, wir sollten auch ein bisschen von den Beilagen essen? Nö, ich esse erst mal das Fleisch. Und, schmeckt es euch? Das ist super. Das freut mich. Dafür sind wir ja auch extra nach New York gefahren und haben uns einen Fleischer gesucht, der uns genau dieses Fleisch liefern kann. Wir haben es da gegessen und wir waren auch selber sehr, sehr fasziniert von dem Fleisch. Und deswegen haben wir es nach Deutschland gebracht und bieten es jetzt in unserem Lokal an. Diese Reise hat sich echt gelohnt. Mmh, das ist so lecker. Ich glaube, ich wechsle den Beruf und werde auch Geheimtester. Was machst du denn sonst? Ich bin Erzieherin im Kindergarten. Da bin ich schon lange raus. Du bist ja total langsam. Schmeckt es dir nicht? Doch, aber im Gegensatz zu dir esse ich auch noch die Beilagen. Die esse ich danach. Und wie findest du das Goldfisch? Also am allerbesten fand ich... Das Steak. Genau. Das war prima. Und das Ambiente ist auch sehr schön hier. Und die Sauberkeit, die hast du ja getestet. Ja, das war alles top. Einmal Zitronengras, Creme Pelé mit einem Apfelsorbet. Und für dich Rhabarberkrammel mit einem Mangosorbet. Eigentlich sind wir ja schon satt, aber das schaffen wir noch. Das ist super lecker. Ab jetzt bist du meine Freundin. Als meine Freundin musst du aber wissen, dass wir die Geheimtester sind. Und wir verleihen dir 5 Sterne mit der Note 1,0. Eigentlich kannst du mir das jetzt ja jeden Tag kochen, oder? Ja, das ist kein Problem.